Liebe Schwestern und Brüder, es gab niemals drei Könige. Das ist das Ernüchternde, aber auch das Wahre dieses Tages. Und doch ist es gut, dass ihr heute, liebe Sternsingerinnen und Sternsinger, Kronen tragt und als Könige verkleidet die Botschaft der Weihnacht zu den Menschen bringt. Schon am Heiligen Abend habe ich ein wenig die Krippe ausgeräumt und geschaut, was Lukas eigentlich wirklich erzählt. Das Gleiche müssen wir heute auch tun mit der Geschichte bei Matthäus. Denn er erzählt noch einmal anders, nicht im Kern anders, aber er hat noch einmal eine andere Perspektive, die wollen wir anschauen. Und dazu ist es wichtig zu wissen, dass Matthäus nirgends von Königen spricht und auch kein anderer Evangelist. Auch wenn die Tradition aus ihnen Könige gemacht hat und das schon sehr lang und es dafür ganz bestimmt auch gute Gründe gibt. Genauso wie es gute Gründe gibt, dass wir hier eine Christus-König-Kirche haben und dieser Christus nie ein König war. Er hat nie ein Königreich gehabt. Und doch sagen die Christen, dass sie ihn als König verehren, mit seinem Zepter in der Hand. Aber sein Zepter heißt Frieden und Gewaltlosigkeit und eben nicht Kriege führen, wie das andere Könige tun und getan haben. Und genauso ist es vielleicht auch oder ähnlich mit denen, die Könige geworden sind. Denn hier bei Matthäus steht, so übersetzt die jetzige Einheitsübersetzung, Sterndeuter. Das ist bestimmt nicht falsch, steht aber hier nicht. Hier steht Magioi im Griechischen und das sind die Magier. Aber wahrscheinlich wollte man Magier nicht übersetzen, damit wir nicht an zersägte Jungfrauen oder Karnickel aus dem Hut denken oder dass irgendjemand irgendwoher etwas zaubert, denn damit haben die Magier, die Magioi, nichts zu tun. Sie sind Teile des chaldäischen Volksstammes, die Magioi, und sie waren in besonderer Weise beflissen in der Sternenkunde. Aber sie waren nicht gut angesehen. Den Juden galten sie eigentlich eher als Scharlatane, eher als Betrüger. Und schon haben wir die erste Parallele zur Geschichte von Lukas. Bei Lukas kommen als erste die Hirten in die Krippe. Und auch die sollten wir nicht zu sehr romantisieren mit ihrem Hirtenstab und dass sie ein ganz tolles Leben geführt haben draußen, an der frischen Luft, in der Natur. Nein, diese Hirten waren ganz am Ende die Ärmsten der Armen und sie waren nicht gut angesehen und kein Mensch glaubte ihnen. Und teilweise waren es vielleicht auch ein bisschen krumme Persönlichkeiten. Aber die kommen als erste in die Krippe und sie gehen von der Krippe mit der Botschaft und dann heißt es, der Nacht haben wir es gehört, an Heiligabend, alle staunten über die Botschaft. Keiner hat jemals über die Botschaft eines Hirten gestaunt, aber als sie mit dieser Botschaft kommen, staunen die Menschen. Ganz ähnlich ist es hier mit diesen Sternenwissenschaftlern, diesen Sternenkundigen, den Vernünftigen, sagen wir jetzt mal, in irgendeiner Art und Weise es gelernt haben in ihrem Leben, etwas aus der Natur zu sehen und es fürs eigene Leben zu deuten. Sie haben einen Stern aufgehen sehen, der ihnen innerlich sagt, der Messias ist geboren. Und was tun sie folgerichtig? Sie gehen zu denen, die es doch wissen müssen. Sie gehen nach Jerusalem ins religiöse Zentrum und sie gehen zu denen, die gelehrt sind in den Schriften, die wissen, was da steht, die konnten lesen und die konnten übersetzen und die haben einfach ganz viel gewusst, Schriftgelehrte am Tempel. Also sie klopfen zuerst einmal bei König Herodes an. Über den gäbe es auch viel zu sagen, dass er eigentlich gar kein König ist und dass er nicht rechtmäßig ist und dass er auch kein frommer Mensch ist und dass er zum Volk der Nabatäer gehört und dass er nichts Gutes im Schilde führt. Okay. Dann heißt es,
Herodes erschrak und mit ihm ganz Jerusalem. Worüber erschrickt Herodes? Er hat Angst. Er hat Angst um seine Macht. Wenn das tatsächlich rauskommt, dass der Messias da irgendwo geboren wurde, dann läuft er dem den Rang ab. Dann rennen womöglich alle diesen Jesus hinterher, da in Bethlehem. Und wer wird dann noch zu ihm halten? Da wird alles in Unordnung kommen, alles in Unruhe. Deshalb erschrickt er. Er hat Todesangst, Verlustangst. Und mit ihm das Jerusalem des Tempels, die Tempelaristokratie, die, die den Gottesdienst am Tempel feiern. Interessant ist, liebe Kinder und liebe Erwachsene, als Herodes dann diese Schriftgelehrten fragt, wisst ihr denn eigentlich, wo dieser Messias kommen soll? Wissen Sie es wie aus der Pistole geschossen? Ja klar, das steht doch da überall in den Propheten, bei Micha und Jesaja und wo auch immer. Du Bethlehem, Ephrata, bist nicht die geringste unter den Städten Judas. In dir wird der Messias geboren werden. Aber wisst ihr, was auch beeindruckend ist? Sie wissen es und es juckt sie überhaupt nicht. Sie bewegen sich keinen Zentimeter. Sie brechen nicht auf. Sie brechen, obwohl sie die Botschaft hören, nicht auf. Diese Schriftgelehrten sind nur noch Gesetzestreue, die ein hohles Gesetz, ein hohl gewordenes Gesetz verkünden und selber danach nicht leben. Die Sterndeuter hingegen, die Herodes nun heimlich zu sich ruft, sie gehen dann los. Die Heimlichkeit dessen, was Herodes da tut, zeigt natürlich, was er im Schilde führt. Er will nicht, wie er hier heuchlerisch sagt, hingehen und selber huldigen. Nein, wir wissen es aus der Geschichte, er will dieses Kind von Bethlehem bekämpfen. Er will, dass darüber niemand redet und er will, dass alles, was mit diesem Kind zu tun hat, überhaupt keine Rolle spielt. Und er wird alles dafür tun. Böse Kräfte sind es, die ihn treiben. Deshalb sagen die Sterndeuter am Ende, dass ihnen im Traum eingegeben wurde, nicht zu Herodes zurückzugehen, nicht ihm zu sagen, wo sie was gefunden haben für ihr Leben. Und dann folgen sie dem Stern. Schwestern und Brüder im Glauben, erstaunlich ist, dass alles, was sich hier in dieser Geschichte in Jerusalem abspielt, nichts mit dem Stern zu tun hat. Er ist auch nicht zu sehen. Sie haben ihn am Anfang der Geschichte aufgehen sehen und dann sahen sie ihn nicht, bis sie aus Jerusalem heraus sind und bis der Stern ihnen den Weg an die Krippe weist. Dort in diesem Jerusalem und in diesem eingestaubten Glauben, der nur noch von Traditionen, die hohl geworden sind, lebt, dort geht kein Licht auf. Dort gibt es keine Wegweisung. Aber Gott führt denjenigen, der sich aufmacht. Und jetzt sind wir ganz nah bei dem, was ihr, liebe Kinder, und was ihr, liebe Erwachsenen, als SternsingerInnen tun werdet. Ihr verkündet die Botschaft für alle Welt und ihr sprecht den Menschen den Segen zu. Segen, Benedictio, heißt Gutes sagen. Der Segen hat nichts anderes zum Ziel, als den Menschen das zuzusagen, was ihnen von Gott her zukommt. Dass er jeden Menschen beruft. Und dass das Geheimnis der Weihnacht nicht für einen exklusiven Kreis ist, sondern für alle Menschen, angefangen bei den Letzten, die plötzlich zu den Ersten werden. Seien es die Hirten, die Anavim, oder seien es die Magioi, die Sterndeuter aus dem Osten. Mit ihnen fängt der Glaube an. Und das müssen wir in uns, unseren Glauben und aber auch in unsere Praxis überführen. Die Botschaft ist für jeden da, für den Kleinsten, für den Ärmsten. Und ein letztes. Auf dreifache Weise spricht Gott in diesem Text. Erstens durch den aufgehenden Stern.
Zweitens, durch die, die die Schriften auslegen. Drittens, im Traum. Und das können wir direkt überführen in unseren Alltag. Liebe Kinder, liebe Erwachsene, der Stern, der aufgeht, steht dafür, dass wir die Zeichen der Natur und der Schöpfung nicht nur sehen, sondern auch immer deuten lernen. Und dass wir in der Schöpfung Gottes geliebte Schöpfung erkennen, der wir zu dienen haben. Das Zweite, die Schriftgelehrten, die heiligen Schriften machen uns aufmerksam auf die Generationen, die vor uns gelebt und geglaubt haben und in ihren Erzählungen uns Gott nahegebracht haben. In diesen Geschichten spricht Gott zu uns, auch in unser Leben hinein. Und das Dritte, der Traum ist etwas ganz Individuelles. Es heißt, Gott spricht in dein Leben. Gott ist bei dir und er hat auch eine ganz einzigartige Botschaft für dich und dein Leben. Jeder Mensch, wie er ist und an dem Ort, an dem er lebt, mit dem, was er an Fähigkeiten ins Leben bekommen hat, kann dieser Botschaft der Weihnacht dienen. Die Liebe zu den Menschen zu bringen, sich einzusetzen für Frieden und Gerechtigkeit und darin niemals nachlassen.